Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Hier spricht Dorothee Gottschalk aus Grünstadt. Guten Tag. Sommerferien, Urlaub am Meer. Die Kinder spielen am Strand und bauen mit oder ohne die Hilfe von Mama und Papa eine Sandburg. Ein Wassergraben, stolze Türme mit Algen als Flaggen an Holzstöckchen, die Mauern verziert mit zuvor gesammelten Muscheln und Steinen. Welch eine Pracht! Aber es kommt, wie es kommen muss. Wir wissen, dass die Flut zurückkehrt und die Burg Stück für Stück abgetragen wird, bis zum Schluss lediglich ein paar Hügel oder Vertiefungen im Sand von ihrer einstigen Existenz zeugen. Wir bauen an unserem Leben. Und als kluge Bauleute wissen wir um die Bedeutung eines guten Fundamentes. Welche Maxime sind grundlegend für unser Denken, Handeln und Leben? Worin machen wir uns fest? Was gibt uns Halt und lässt uns gleichzeitig sicheren Stand haben? Gottes Wort, meint der Evangelist Matthäus, ist ein solches Fundament. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie eine Bibelstelle auf einmal ganz persönlich empfinden als ein Wort, das Ihnen zufällt? Dass es genau zu Ihnen und Ihrer Lage passt, dass es ausdrückt, was hilft, gut tut, Sinn verdeutlicht oder Ihre Gefühle trifft? Ja, manchmal ist das so, dass mir Gottes Wort quasi ins Herz fällt. Manchmal lese ich es mit ganz neuen Augen, höre es mit ganz neuen Ohren. Das gibt mir Kraft und berührt meine Seele. Ich spüre, das ist sein Wort für mich. Zuspruch, Halt, Orientierung für mein Leben. Seien wir also wie der kluge Mann. Leben und handeln wir nach Gottes Wort, unserem Fundament, damit uns die Stürme des Lebens nichts anhaben können. Beten wir. Gott, wir leben nicht vom Brot allein. Wir leben von und aus deinem Wort. Du allein schenkst Worte, die zu Herzen gehen. So bitten wir dich, senke dein Wort tief in unser Herz. Es werde uns zu Brot, es sei unsere Kraftquelle. Und dazu segne uns. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.